Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fractured Space. Ich bin MrKataPhi, euer Let's Play in das Kaninchen und es freut mich sehr, dass ihr das Spiel genauso gerne seht, wie ich es spiele und dass es euch Spaß macht zuzuschauen und ihr gerne davon mehr sehen möchtet. Und ich habe von dem einen oder anderen gelesen, dass er sich das Spiel jetzt auch holen möchte und das finde ich sehr, sehr gut, denn es gibt viel zu wenige, die dieses Spiel spielen, weswegen die Wartelisten immer etwas länger sind. Aber so wird das geändert werden und deswegen spielen wir noch ein bisschen. Ich brauche für den Reaper, den ich freigeschaltet habe, bei den Titans nur noch Geld, nur noch Credits. Und es sind einige neue Schiffe dazugekommen, die wir alle uns noch nicht leisten können, aber das macht nichts. Ich möchte jetzt ein wenig mehr noch nebenbei auf die UIS gehen, denn zum einen finde ich hier ein paar dieser Schiffe verdammt... Also das Design gefällt mir auch sehr, sehr gut von den UIS, so muss man gleich mal dazu sagen. Und der Watchman klingt einfach verdammt cool und auch der Guardian... Und die haben hier halt auch, die haben halt auch momentan die meisten Schiffe und ich möchte auch da noch ein bisschen, ich finde die Sarpek-Schiffe nicht so toll, Sarek, nicht Sarpek. Ich möchte noch ein bisschen UIS und weil ich nur Credits brauche für das andere Schiff, spielen wir ein wenig mit dem Pioneer. Hier lassen wir, glaube ich, einfach alles gleich. Optimal Range. Ja, das lassen wir alles. Wir lassen das alles so. Die Crew. Was haben wir hier? Utility. Wir haben nichts da. Wir haben hier... Du musst auf jeden Fall weg. Ja, machen wir einen, der ein bisschen mehr Schaden machen kann. Denn wir haben ja jetzt hier einen Damage-Dealing-Ship. Und deswegen machen wir das so. Und deswegen drücken wir einfach auf Play mit diesem schönen Pioneer-Ship. Welches wir jetzt einmal spielen werden. So. Searching for Game. Wir wählen diesmal Conquest. Denn Frontline dauert mir einfach viel zu lange. Und dann kriege ich ja sonst auch nicht dieses Schiff. Aber ich könnte natürlich trotzdem... Ich mache Frontline mit, vielleicht geht's schneller. Na, wir gucken einfach mal, was ich kriegen werde. So, go! Los geht es! Los geht es! Es hat sich ein bisschen was geändert. Es gab ein klein wenig Grafikveränderungen, wie ihr seht. Die Map ist jetzt ein bisschen schöner zu sehen. Aber nichts, was uns jetzt groß belasten soll. Mehr belastet mich, dass ich hier eine aggressive Rolle übernehmen muss. Und ich eigentlich eher so viele Defense-Rollen gemacht bin. Habe ich so das Gefühl gehabt, oh Gott. Boah, komplett. Alter. Haben wir echt gerade die. Wir stellen uns mal so hin. Das ist ein bisschen schwerer zu treffen. Allerdings nur wenig. Okay, 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 okay. Ja, 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 ja. Gott! Ich stand so weit vorne. Weiß ich nicht. Ich bin nicht für diese Rollen gemacht, aber ich muss. Ich hab leider bei den URS kein anderes Schiff. Ich kann momentan keine andere Rolle übernehmen als die aggressive Rolle mit einem Pioneer. Und das ist natürlich nicht schön, aber was soll's. Ah, komplett vorbeigeschossen. Der jumped home. Da hinten ist noch einer. Genau. Wir übernehmen mal ganz kurz diese Position hier, auch wenn das... Wir brauchen auch mal ein paar Mining Stations. Wir haben bisher nur eine. Das Schiff wird schon kaputt. Ja. Das ist nur ein Wingman. Oh, das dauert so lange. Das Übernehmen hier. Und ich bin hier alleine. Und ich weiß, dass mehrere Schiffe von denen hier im Sektor rumwuseln. Wir können ja mal ganz kurz den machen. Da. Da kommen sie. Wow. Sehr gut. Die Defense ist down. Sehr gut. Das ist auch ein mächtiges Schiff, habe ich das Gefühl.
weiß es nicht. Ich kenne das Schiff nicht. Ich kenne ja auch, das ist so ein bisschen das Problem. Ich kenne nicht so viele Schiffe hier von den ganzen, deswegen weiß ich auch nicht, was die Schiffe so alles können. Aber ich weiß, dass das ein mächtiges Schiff ist. Das ist die Phoenix, das da, der Körper ist ein Kolossus, da hat richtig, der hat richtig Defense. Und, ach du Kacke. Ich werde ja, egal wohin ich fliege, ich werde einfach nur bombardiert. Die Kolossus hält so richtig viel aus. Ich habe das gesehen, da haben wir alle drauf geschossen. Das hat nichts gemacht. Und das andere Schiff ist auch eins, was richtig was aushält. Argel. Ich meine, die machen nicht viel Schaden, aber auf Dauer rotzen die eben schon die Rüstung wieder. Auf der anderen Seite sieht es aber ein bisschen besser für uns aus. Da haben wir immerhin 2 Punkte. Und wir fliegen nach da. Jetzt müssen wir nur versuchen, dass wir unseren Punkt hier halten können. Aber die fliegen da einfach zu zweit durch. Und ich glaube, dass da auch einer dabei ist, der heilen kann. Ich weiß nicht, ob der heilen kann. Das ist mein Problem. Ich gehe mal davon aus ein bisschen. Ich weiß es allerdings nicht so wirklich. Alter, macht der schon. Gott. Seht ihr das? Alter, was für ein Bombardement ist das denn? Alter! Der Gladiator macht ja mal Bumm. Was ist denn das für ein heftiges Schiff? Großes. Badaboom. Das wird so ein Schiff sein, was nur auf Close Distance verdammt mächtig ist. Und da hast du dann, es gibt auch da natürlich Long Range und Close Range Schiffe. Aber das wird, hoffe ich mal, eins sein, was du nur im Nahkampf nicht besiegen kannst. Wenn du die auch noch im Fernkampf die gleichen Probleme hast, dann, ich muss auch mal hier Upgrades machen. So, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, den dort. Das Problem ist auch noch dazu, ich habe kein Auto-Aim, ich habe keine Auto-Aim-Waffe. Das macht natürlich auch ein kleines Problem hier. Ist das Zeit? Nein, das ist doch ein Freund. Aber die Plasma-Drohne. Da, ach du. Alter, habt ihr gesehen, wie viel Schaden der bekommen hat? Dadurch, dass er eben sehr schön. Der wollte jumpen, das macht man nicht. Man jumpt nicht, auch mit einer Kolossus jumpt man nicht, wenn man von Leuten bombardiert wird. Oh Gott, jetzt kommt der dazu. Dann müssen wir alle in den Gamma-Bereich, deswegen ist auch so wenig los. Ich wollte eigentlich hier rüber. Ach, das ist nicht so viel. Alter. Oh, ich hab mich verdammt. Ich festgeklemmt. Ja, ich hab mich da festgeklemmt. Shit. Ah, ich stelle mich gerade richtig gut an. Ah, es tut mir ein bisschen leid für mein Team. Oh Gott. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, ich hab, oh ja, immerhin 6 meisten Punkte für. Also auch immer T ist. Ich glaub, ist T Tode zufällig? Ich glaub nicht, ne? Der Crazy G ist gleich kaputt. Den müssen sie überballern. Ich werde mal ein bisschen nebenbei die Möglichkeit nutzen, weil den Gamma kriegen wir eh nicht mehr. Die sind jetzt da viel zu dominant. Und ich werde mal gucken, ob ich die Möglichkeit habe, hier ein wenig. Ja. Die kommen jetzt natürlich alle in den. Ich hoffe ein bisschen, dass die in den Alpha-2-Sektor springen. Wir haben den Nachteil mit dem Ressourcen aber wieder fast ausgeglichen. Die sind. Ah, das ist ein Freund, okay. Enemy spotted.
Da. Ach, nö, der. Alter, das ist wirklich. Ich glaube, das ist wirklich so ein Teil, dass man dem. Was? Kam da noch einer? Ich weiß. Snail ist ein Gladiator, doch, das ist der. Den kannst du nur auf Range. Der bombt dich einfach weg. Kann man hier sich das angucken, das Schiff? Heavy Defense. Calling two colossal batteries of weaponry along each flank. Heavy lines for maneuver. Aha. Okay, also der hat eine, die einzige Schwachstelle ist irgendwo um die Main Battery, allerdings ist die Frage, die zu treffen, die zu sehen, ist, auch eher Spaß als wirklich machbar. Und das ist halt ein Heavy Defense Schiff, den legst du nicht so einfach. Oh Gott! Kommt noch ein anderer dazu, aber wir müssen erstmal den dort versuchen zu legen, bevor wir uns um andere kümmern. Der ist auch noch shielded. Was kann der denn noch alles? Sehr schön. Oh, endlich ist der weg. Ach, der ist deswegen ist der shielded. Der hat einen Shield Buddy da stehen. Okay. Hierher. Die kommen alle hierher. Was? Shit. Doch, nur noch getroffen. Okay, der haut ab. Och, nö. Es kommt dann noch ein Kolossus dazu. Der haut doch nicht ab, oder was? Bleibt auf Distanz. Okay. Ist verletzt. Fuck. Ja. Der wird nicht gesprungen. Okay, schnell hier runter. Ich muss mich reparieren und das Upgrade holen. Ach, wir haben eine Basis von der. Habe ich gar nicht mitbekommen. Cool. Aber wir haben da noch einen sitzen. Der macht da, der hat scheinbar schon einen. Er macht da ein bisschen was kaputt, das ist ganz nett. Okay, 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 okay. Wir sind wieder voll auf. Wir haben sogar. Na gut, wir haben noch keinen Schaden an ihrer Basis anrichten können. Doch ein bisschen. Ich weiß nicht, das Blinken heißt, glaube ich, dass es schon beschädigt oder fast kaputt ist. Dieser eine blinkende Punkt, das sind diese Batterien für die. Geschütztürme, die da sind. Wir haben freies Feld. Wieso haben wir freies Feld? Ne, haben wir nicht mehr. Puh. Alter, 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 der hat mir die Engines zerlegt. Du kleine Ratte, geh weg. Ich muss mal irgendwie versuchen hier. Wir haben die untere Armor komplett zerlegt. Muss ich mal versuchen hier irgendwie. Oh, jetzt haben sie auch noch wieder die Engines zerlegt.
Deswegen kann ich mich gerade nicht bewegen. Das ist immer dann, wenn sie mir die Engines zerlegen. Und jetzt bloß weg. Ich versuch's mal. Vielleicht habe ich Glück. Irgendwas macht mir Schaden. Ja, der Gamma ist mir gerade völlig wurscht. Ich bin mit 394 Lebenspunkten davon gekommen. Wir haben aber Beta 2 mal übernehmen können. Repariert mich, bitte. So eine ganze Weile dauern. Ich werde jetzt erstmal hier chillen. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Alter, ein Gladiator und ein Koloss. Wir sind so... Ships A-Grade. All pretty. Versuchen wir's? Ich meine, das ist 1 gegen 2, einer gegen einen. Ich bin... Ah, da kommt noch einer. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn wir schnell sind, schaffen wir es vielleicht sogar noch. Die... Ach, die Kacke. Das... Nee, das ist ein Lichtstrahl. Doch, das sind 3. Ah. Ah. Und die haben den Gamma-Buff. Ach, shit. Oh, die waren dann zu dritt oder zu viert. Gar nicht sehen können. Ich wurde so schnell weggerockt. Gut, wie sieht's aus? Du fliegst hier entlang. Lieber nehmen den natürlich jetzt ruckzuck. Wir sind... Alter, wir haben 3 von uns zerstört. Fuck. Wir haben wieder einen ordentlichen Boost an der Rohstoff. Du springst nach Alpha. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mit nach Alpha kommen sollte oder hier bleiben sollte. Wie viel ist da los? Da sind 1, 2, 3 Schiffe, sehe ich da spontan. Das ist die Frage, das wird. Da kann ich. Ich kann versuchen, da noch mitzuhelfen, aber die werden ihn gleich zerlegen. Er hat sich sehr weit rausgewagt. Du hast dich sehr... Shit, der ist weggesprungen. Alter, hier sind 4 Schiffe? Alter, ich hab's nicht hingekriegt, ihn noch zu zerstören. Shit, dieser Crazy G, was hat der für ein... Was hat der für ein Schiff? Ach, das ist... Nee, warte mal. Ein Hunter? Mehr nicht? Ach, du Kacke. Mehr nicht? 9 auf Attack? Ich hab ihn noch zerstört. Cool, wie auch immer. Wir sind alle weg. Wir sind alle weg. Die haben es geschafft, uns alle zu zerstören. Oh. Und die haben jetzt beide Basen. Das ist... Nee, das sieht ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Die haben den Gamma-Buff. Die haben beide Basen. Die kommen hier hin. Wir sind... Gut, jetzt kommen wir gerade alle wieder. Ach du Kacke. Okay, ich persönlich würde sagen... Wo springe ich hin? Teambase One, Teambase One. Ich springe, glaube ich, einfach mal aber woanders hin. Ich muss ja mal versuchen. Ich versuche mal, während die da zu dritt das verteidigen, zu viert verteidigen, die Punkte hier zu übernehmen. Dass die ja nicht wieder einfach reinjumpen können über die Gamma-Basis. Take control of the station. Also ein bisschen versuchen die, okay, jetzt springen wir den in den Rücken. Ich komme nicht direkt nach Beta, das ist
geschossen, shit. Meine Reichweite ist nicht hoch genug von meinen Waffen, die fliegen mir halt da gerade, der fliegt mir einfach schön davon. Den treffe ich auch nicht, den treffe ich nicht. Aber da wir hier genauso viele rumwuseln wie die, sogar noch ein bisschen mehr, kriegen die wenigstens keine Punkte. Also sie zerstören wenigstens denen die unsere Dings nicht. Unsere Basis hier um die Punkte, die beiden. Heftige Runde, super ausgeglichen habe ich das Gefühl. Also eigentlich gerade nicht mehr so viel, wenn wir die Ressourcen angucken. Die sind 4000 Punkte vorne. Aber jetzt sind wir langsam auch in dem Punkt, wo die Ressourcen nur noch bedingt wichtig sind. Da die... Okay, wir sind hier ganz allein. Da die Levelgrenzen immer größer werden, also bis zum nächsten Level-Up immer größer ist. Okay, der springt nach Gamma. Geht ihr ruhig mal nach Gamma, macht ihr das mal? Wir haben noch... Ach, die sind alle wieder da. Ich will versuchen, die Zeit zu nutzen für der... Okay, die springen alle nach Gamma, dann mache ich das halt alleine. Das stört mich jetzt auch nicht. Ich meine, ihr seht, wie viel... Wir haben jetzt 6000 Ressourcen Unterschied und das ist noch kein Level. Während die da schön kämpfen, werde ich einfach mal hinten sneaky sneaky diesen Punkt hier übernehmen. Ally destroyed. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Initiating capture protocol. Weil die uns gerade komplett zerlegen. 50 Sekunden Respawn-Zeit! Du Scheiße. Oh, Kacke. Und instant zerlegt die. Ja, okay, mit Gamma-Buff. Und dann beide hier die. Alter. Drei! Ja, natürlich. Wo ist noch einer? Ja, das wird's gewesen sein, glaube ich. Oh Gott. Hätte nicht damit gerechnet, dass die ihn so schnell kriegen. Mein Plan war eigentlich, dass ich Beta 2 übernehme und dann gleich in die gegnerische Basis sprengen kann, um ein bisschen Schaden anzurichten und ein bisschen Chaos zu stiften. Aber das, der Plan war gut. Okay, hier, der ist alleine. Die gehen alle über Beta. Na klar, da war ich. Die haben mich einfach komplett zusammen... Da waren 3 bis 4 Schiffe. Weiß nicht, wo der 5. war, aber 3 bis 4 war es auf jeden Fall. Der springt nach Beta. Wo sind die? Wo sind die das? Okay, wir lassen den einmal in Alpha, weil hier auf Beta kommen 3. Da ist einer. Okay, das bringt nichts mit der Kurzstreckenwaffe. Shield Bunny, du. Ja, guck dir das an. Der geht einfach rein. Dem ist das scheißegal. Der hat so viel Rüstung. Der geht hier einfach rein. In uns. Da hat er sich auch ein bisschen anders überlegt, glaube ich. Die Planung war auch... nicht so, wie er es wollte. So. Der ist halt auf Long Range, glaube ich, wirklich ganz gut zu knacken.
entgegen. 1600, das ist so viel. Überlegst, ich habe nur 13.000. Und der steckt das einfach so weg. Sehr schön. Da ist noch einer. Nee, du zuerst. Okay, wir nehmen die gerade ordentlich auseinander. Das ist, wir haben halt gerade echt Glück irgendwie. Hahaha. Au, Schmerzen. So. Wir konzentrieren unser Feuer gerade schön auf Einzelne. Das funktioniert sehr gut. Ich stelle mich mal hier kurz ein bisschen vor denen, damit der nicht mehr angegriffen werden kann. Okay, jetzt darf uns halt nicht weggehen. Oh, oh, unschön. Oh, unschön, oh, unschön, oh, unschön, oh, unschön. Ja, 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 ja. Könnt ihr den bitte zerstören? Dankeschön. Okay, Alpha ist frei. Shit. Irgendwer muss mal nach Alpha springen. Du springst home, dann wirst du nach Alpha gehen. Okay, ihr springt alle nach Alpha. Wenn alle? Nee. Der ist schon wieder da? Alter! Okay, der will springen. Ach, nix ist mit Springen. Ach, der Snail. Weg. Alter, gegen Snail kannst du echt nicht angehen. Und da hinten ist noch der andere. Der andere ist auch noch dazu. Och nö, och nö, och nö. Alter. Was für ein Flakangriff hat der bitte? Kann die jetzt hier aber auch nicht machen lassen, einfach. Die springen nach. Springen die nach Gamma? Die springen alle nach Gamma, ne? Ah, wir müssen auch nach Gamma. Stimmt schon. Wir können die da nicht einfach machen lassen. Es geht nicht. Auch wenn die da zu fünft rumdümpeln werden. Viert. Du nicht. Du bist kein Ziel. Sie sind alle kein Ziel. Es ist keinen von denen möchte ich angreifen. Keinen von denen. Das ist... Die sind alle heftig, mächtig, böse. Unsere Basis ist für einen Angriff offen? Wieso das denn? Seit wann das denn? Das ist aber neu. Ja, die haben uns jetzt wieder alle schön zerlegt. Die sind, Alter, viel zu mächtig. Viel zu mächtig. So krass, ich brauche den Gladiator, den will ich auch noch, weil der ist bei den Sarex. Aber der Kolossus ist auch schon... Ich finde den Sarex Gladiator echt schlimmer als den Kolossus von den USA. Und wir haben sowas gar nicht, wenn du mal anguckst. Wir haben hier Reaper. Das ist der hier, der jetzt weg ist. Und wir haben ihn hier, das ist ein Equalizer. Das ist dieser nutzlose Support, den ich bei Frontline hatte. Aber ja, da haben sie uns zerlegt. Das ist das Ende. Krasse Runde. Krasse, krasse Runde. Die wir uns weit, weit überlegen. Wir haben uns aber lange gut geschlagen, finde ich. Tja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gucke noch, was ich bekommen habe. Ich meine, du siehst das schon an den Punkten. 44 zu 31. Ach nee, ich will nicht fürs Team, sondern wie schreibe ich für alle? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie auch immer. Wir gucken noch, was wir bekommen haben.
Ja, Easy Picks, Focus on Small Vessels and Support Ships. Das habe ich versucht, aber da war keiner Easy Pick. Keiner von denen war ein Easy Pick. Die waren alle böse. Oh mein Gott. Naja. Gibt natürlich nicht ganz so viele Erfahrungspunkte. Und auch nicht ganz so viel Geld. Aber immerhin. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kaninchen. Tschüss.